Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Orbanium. Heute mal mit ein paar Star Wars News, denn es sind ein paar über die letzten Tage zusammengekommen und ich wollte deshalb mal ein separates Video machen. Wenn ihr das in Zukunft auch gerne haben möchtet, Star Wars News, dann schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare rein, denn ich habe das bis jetzt immer in den Game News mit rein gemacht, aber es gibt einige Leute, die vielleicht Game News mögen, aber ich habe auch kein Star Wars. Deshalb, wenn ihr gerne weiter Star Wars News haben wollt, neben den 501. Videos, die demnächst noch kommen werden, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare unten rein und dann kann ich gucken, ja, inwieweit ich demnächst dann diese Star Wars News auch weiterhin durchführen werde. Heute allerdings geht es um drei Themen. Einmal um Luke Skywalker, ein neuer böser R2-D2 und um ein AT-AT-Nachbau. Das erfahrt ihr heute hier in diesen Star Wars News. Beginnen tun wir natürlich, wie eben schon gesagt, mit Luke Skywalker. Dieser hat der Schauspieler Mark Hamill, der hat in einem Interview bzw. auf seiner Internetseite mittlerweile bekannt gegeben, dass dieser auch in Episode 9 wieder mit von der Partie sein wird. Das heißt, dass er jetzt in Episode 8 sterben wird, ist höchst unwahrscheinlich. Natürlich gibt es natürlich die Möglichkeit, dass er noch irgendwie als Geistform oder so auftaucht, aber die Chance dazu ist sehr, sehr gering. Hat auf seiner Facebook-Seite auch jetzt mal gezeigt, wie er seinen Bart abgeschnitten hat. Deshalb auch hier die Dreharbeiten zu Episode 8 sind ja mittlerweile beendet. Und Episode 9, das dauert noch ein bisschen, bis die Dreharbeiten dazu beginnen werden. Episode 8 kommt erstmal nächstes Jahr am 14. Dezember in die deutschen Kinos. Und dieses Jahr kommt erstmal Star Wars Rogue One in die Kinos. Einen Untertitel zu Star Wars Episode 8 gibt es allerdings bis jetzt noch nicht. R2-D2 bekommt ein böses Spiegelbild, denn die imperiale Seite wird auch hier in Rogue One einen Zuwachs von bösen Droiden bekommen. Und das wird den Namen C2B5 beinhalten. So wird der neue Droide heißen. Also auf der imperialen Seite wird es auch dort ein R2-D2 geben. Vermutlich wird er schwarz sein, ein genaues Aussehen gibt es allerdings bis jetzt noch nicht. Was bis jetzt nur bekannt ist, ist, dass das Imperium wohl regelmäßig die Erinnerung des Droiden löscht, damit dieser auch seine Loyalität auf der imperialen Seite gewährleistet ist. Es gibt ja schon seit längerer Zeit einige Star Wars Fans, die das ein oder andere Raumschiff oder Gebäude oder Fahrzeuge aus dem Star Wars Universum nachbauen. Und jetzt ist es auch mal bekannt gegeben worden, dass einige Fans ein AT-AT gerne nachbauen wollen würden. Aber nicht einfach nur die Schale, quasi die Ummantelung, sondern genauso wie es in den offiziellen Star Wars Büchern als Elektronik hinterlegt ist. Und das sollte sehr, sehr schwer fallen, denn man hat ausgerechnet, um so ein AT-AT bauen zu können, müsste man $226,5 Millionen in die Hand nehmen. Also da müssen die Fans, glaube ich, noch einiges hinsparen. Die Fans, die das übrigens ins Leben rufen wollen, hatten vorher bereits auch schon versucht, den Millennium Falcon nachzubauen oder vor allen Dingen auch den Todesstern nachzubauen. Diese Projekte sind bis jetzt gescheitert. Mal schauen, ob es mit dem AT-AT ein bisschen anders wird. Das waren aber soweit jetzt die Star Wars News, die es diese Woche gab. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, ob ihr, wie gesagt, solche Star Wars News gerne öfters haben möchtet. Und oder das weiterhin an die Games News gekoppelt haben möchtet, würde mich wie gesagt immer über einen Gefällt mir Button freuen. Und wenn ihr kein weiteres Video von meinem Kanal Orbanium verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Das war's soweit heute erstmal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.